Beichtzeit für die Erstkommunionkinder in St. Anna in Neunkirchen. Die Priester warten bereits in der Kirche. Mehr als 70 Mal werden sie heute das Sakrament der Versöhnung spenden. Der Weg zu ihnen ist für die Kinder aber ein besonderer. Es geht über einen Versöhnungsparcours. Zehn Stationen warten. In der Sakristei, in der Kirche, in der Bücherei, im Pfarrheim. Überall geht es spielerisch um Lebensfragen, um das Miteinander, um Stärken und Schwächen, um Schuldgefühle und Versöhnung. Es ist ein spielerischer Weg zur Beichte. Er soll ein Gefühl für das Sakrament vermitteln, Leichtigkeit bringen und Barrieren abbauen. Also ich weiß halt noch nicht ganz, was eine Beichte ist, aber ich finde, das hört sich irgendwie spannend an und deswegen freue ich mich halt darauf. Vorfreude auf ein Sakrament, das für die Kinder sonst oft schwer und beängstigend wirkt. Die Hürde wird an diesem Tag niedriger. Das spüren auch die Eltern und Katecheten. Ich finde das super, weil wir als Katecheten festgestellt haben, dass bei den Gruppenstunden immer wieder die Sorge kam, wir haben Angst vor der Beichte, wie machen wir das, ich will da nicht hin. Und jetzt fangen wir an bei den Basics und schauen, was für Freuden haben wir, was für Sorgen haben wir, was machen wir richtig, was machen wir falsch. Werden wir trotzdem geliebt? Und angenommen und diese Themen werden hier behutsam angegangen und man sieht, dass die Kinder sich öffnen und dass auf einmal da diese Sperre weg ist. Am Ende des Parcours steht das Beichtgespräch mit den Priestern in der Kirche. Das hat dann Schwere verloren. Es geht weniger um die Last der Sünde als um das gute Gefühl der Erleichterung. Wir versuchen einfach, dass es eine ganz schöne Erfahrung wird, die die Kinder halt haben in ihrer Gruppe, aber auch eine gute Erfahrung mit Gott und mit Kirche. Und wir laden auch die Familien ein, das Sakrament der Versöhnung besonders zu feiern. Das ist ja wie die Erstkommunion auch ein Sakrament, was gefeiert werden darf. Kinder dürfen auch stolz sein, wenn sie das geschafft haben, sind sie auch am Ende. Und wir laden die Familien ein, das zu feiern. Und als Beispiel nennen wir dann immer zu sagen, geht doch heute Abend mal gemeinsam zu McDonald's. Vorher gibt es aber noch einen symbolischen Akt. Die Zettel, auf denen die Kinder während des Tages ihre Sorgen und Fragen geschrieben haben, kommen in die Flammen einer Feuerschale.